Hallo, liebe New Mover. Heute schauen wir uns wieder eine Übung aus dem Dynamic Pilates Programm an, und zwar die Rumpfrotation. Egal in welcher Variation wir die durchführen, das ist eine tolle Übung, um den gesamten Core, eure Körpermitte zu trainieren, vor allen Dingen auch den queren Bauchmuskel, das ist der über die Taille rüberläuft. Wichtig dabei ist allerdings, dass ihr immer aufgerichtet sitzt. Das heißt, es ist gar nicht so entscheidend, wenn ihr euch hinsetzt, dass ihr die Beine strecken könnt. Wichtiger ist es, dass ihr ganz gerade sitzt. Wenn das noch nicht funktioniert mit gestreckten Beinen, beugt einfach ein bisschen die Knie. Das ist wunderbar. Wichtig ist, dass ihr euch jetzt hier nach oben in die Länge zieht. Ihr könnt zum Beispiel eure Hände vor die Brust legen oder die Hände an die Schultern. In jedem Fall solltet ihr eure Schulterblätter nach hinten ziehen, das heißt den Brustkorb öffnen. Zieht euch dann bei der Einatmung noch mal ein bisschen mehr Richtung Decke nach oben. Und bei der Ausatmung beginnt ihr mit der Rotation. Wichtig immer, lasst euren Blick eurem Körper folgen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr dabei auch eure Arme strecken. Immer noch gleich in der Ausatmung in die Rotation. Und die Einatmung zurück in die Mitte. Ein Training, das durch die Kombination von Dehn- und Kräftigungsübungen darauf abzielt, ein kräftiges Körperzentrum aufzubauen, Muskeln zu stärken und zu formen, sowie die Haltung zu verbessern. Mit den Dynamic Pilates Kursen von New Move bei Fitness First. Ab morgen online. New Move, mein Online-Fitnessstudio.